Formation! Befehl hin an! Ich muss mich beeilen. Sie können die Stellung nicht lange halten. Yeah.
heute stirbst. Oder deine Familie wird ausgelöscht. Sofort! Genug! Was für ein Ruhm ist das? Die Briten werden niemals Frieden mit uns schließen, wenn wir sie so behandeln. Das müssen Prätorianer gewesen sein. Halt! Freunde Roms. Ich präsentiere Basilius, Sohn des Kaisers. Vitalia! Glückwunsch zu deiner sicheren Ankunft. Nur ein wenig später und du hättest den ganzen Spaß verpasst. Ich hoffe, deine Reise war nicht allzu beschwerlich. Herr, ich würde gerne... Meine Prätorianer übernehmen. Wachen, ergreift den britischen Abschaum. Eure Hoheit, ich muss protestieren. Falls du es nicht bemerkt hast. Mein Bruder Commodus wird noch vermisst.
Ich werde herausfinden, was diese Wilden mit ihm gemacht haben. Wir Briten lebten in Frieden unter dem alten römischen Häuptling. Aber dieser Häuptling Commodus, Sohn eures Königs, ist böse. Er verdient das Schicksal, das er jetzt erleidet. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ihr Briten scheint wohl nicht so zu lieben, wie wir Römer es tun. Deine Tochter? Sie ist wunderschön. Peitscht sie aus, bis er redet. Oder sie stirbt. Was immer zuerst eintritt. Nein! Nicht, Harry! Sagst es! Du wagst es. Ich bin der Sohn des Kaisers. Und ich tue, was immer ich will. Bitte! Nein! Bitte! Verschont sie! Ich sage euch alles! Häuptling Commodus wurde an den gehörnten König im Norden verkauft. Hinter dem Wall. Bitte, lasst meine Tochter gehen. Ich flehe euch an. Seht ihr? Es gibt nur eine Sprache, die diese Menschen verstehen. Die Sprache der Gewalt. Ihr werdet euren Häuptling in der Dunkelheit hinter dem Wall finden. Wo bedrohliche, karge Berge aufragen, über schwarzen, endlos tiefen Seen. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausen dort, von denen, die dorthin ausziehen, kehren nur wenige zurück. Oh, wie aufregend. Vitalion, ich habe eine Mission für dich. Führe deine Männer nach Norden zu den bedrohlichen Bergen. Bring meinen Bruder zurück. Wachen, sperrt die Gefangenen ein. Die Männer bereit machen! Ihr habt die Kommandanten gehört! Bereit machen zum Abmarsch! Centurio! Formation, Männer! Und keine Rumpen! Wir marschieren gen Norden. Ja, Herr! Vitalion führte unsere Truppen weiter gen Norden über die Grenzen unseres Reiches hinaus bis ans Ende der Welt. Wir kämpften gegen Krieger, die mehr Tier als Mensch waren. So fürchterlich, dass selbst Roms Elite-Legionen sie nicht befrieden konnten. Oswalds unheilvolle Worte verfolgten uns, als wir immer tiefer in die unerbittliche Dunkelheit marschierten. Gehörnte Männer aus uralten Zeiten hausten dort. Von denen, die sich dorthin wagten, kehrten nur wenige zurück. Diese Festung. Glotzsprung. Angeblich ist es ein Tor direkt zum Hades. Ein Ort voll Feuer und Tod. Ich fürchte, das, was hier am Rande der Welt passiert, auch Rom selbst bald erreichen wird.